Mit diesem Kram, mit diesem Organikkram kann man wohl nichts machen. Ich habe da nämlich mal geguckt, aber das kann man zwar sammeln wie sonst was, aber das bringt einem nicht wirklich was. Ich habe es natürlich wieder hingekriegt, dass genau Nacht ist. Und ich glaube, wir haben hier kein Bett. Doch, wir haben hier noch ein Bett. Och, was bin ich froh, dass wir hier noch ein Bett haben. Aber was mir mal so auffällt, jede Aufnahme beginnt irgendwie damit, dass wir mal kurz im Bett landen. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen komisch, komisch. So, Zelle. Wir müssen mal wieder eine Kuh schlachten, auch wenn ich das ungern tue. Aber wir müssen mal wieder ein DNA-Buch bauen. Bauen vor allem Ding. Ein DNA-Buch craften. So klingt es vielleicht ein bisschen professioneller. Und ich muss mir erstmal wieder ein wenig Weizen schnappen und die... Was läufst du denn hier draußen rum? Ich muss die Bestände irgendwie ein wenig... Was hat der denn da auf dem Kopf? Der hat einfach mal einen Seelöwen auf dem Kopf. Hat er gerade den Kopf einmal um... Schwein? Kann es sein, dass du irgendwie ein wenig, kaputt bist? Das kann einmal den Kopf um 180 Grad drehen, Mensch. Das würde ich auch mal gern können. Moment. 180 Grad kann ich ja also auch machen. Ich meine zu 360 Grad. Das wäre manchmal echt schön, wenn man das könnte. Einmal so komplett einmal rumdrehen. Wie in so schlechten Horrorfilmen, wenn da das Skelett den Kopf umdreht. Oder so wie bei Voldemort beim ersten Harry Potter Teil. Das, tja. Ich hab ihn genannt. Oh Gott, der wird mich holen. Ich hoffe mal nicht. Wir können ja auch zaubern. Aber leider nicht. Was? Warum sind hier überall Monster, die mich töten wollen? Habe ich denen irgendwas getan? Wahrscheinlich. Ach! Creeper mit Torte auf dem... Nee, mit einem Hotdog. Ja, natürlich, der Hotdog-Bote kommt. Nö, nö. Ich brauche keinen Hotdog. Ist ja wohl furchtbar genug, wenn der einen Hotdog auf dem Kopf hat. Aber er will mir das geben und zur Freude explodiert er dann und reißt mich damit in den Tod. Was ist denn hier los, sag mal? Weißt du was, bei der letzten Aufnahme, ne? Da hatten wir hier kaum Monster. Zumindest kann ich mich da nicht so wirklich dran erinnern, dass wir viele Monster hatten, aber jetzt ist es ja im Moment so, dass an jeder Ecke irgendwie wer lauert. Das ist schon ein bisschen beängstigend, ne? Hallo Kuh, komm her! Ja los, komm on, please! Lala, jetzt kommen sie auch noch beide an. Jetzt wollen wir mal kurz hier du und du. Und jetzt macht mal Kuschel, Kuschel. Und jetzt mache ich Schnitzel, Schnitzel. Oh, oh. Nicht dein Ernst. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann manchmal Kühe schlachten und es kommt nichts raus. Weißt du, wo ich jetzt hingehe? Weißt du, ich bin der Meinung, da oben in dem Eis... Biom waren Kühe irgendwo. Allerdings muss ich auch mal kurz was mampfen. So. Jetzt funkt's Knuckles. Nee, die Folgen, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass es jetzt bei den ungeraden Wochen und bei den geraden Wochen, Landwirtschaft und Minecraft irgendwie im Wechsel kommen, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das gedacht habe, weil die Verarbeitung von diesem Landwirtschaftssimulator sind einfach immens hoch geworden. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, ich nehme ja jetzt anders auf als vorher. Die Dateien sind so unfassbar groß. Die sind teilweise 5 GB groß. Das Hochladen ist nicht das Problem, aber YouTube konvertiert das ja nochmal um. Und das braucht manchmal echt einen halben Tag, bis der die Folgen umgeändert hat. Wenn nicht sogar noch länger, wenn man Pech hat. Ich habe das einmal morgens früh hochgeladen, da war es auch hochgeladen und es war erst abends irgendwann, sagen wir mal so gegen 20 Uhr, war es dann fertig. Und das war schon etwas erschreckend in meinen Augen. Und damit habe ich echt nicht gerechnet. Oh,
Da sind ja Snaymänner. Hallöchen, ihr zwei. Ja, die gucken irgendwie die Wand an. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Nee, und dann habe ich mir einfach gedacht, ach komm, jetzt musst du dir auch keinen Stress machen. Und es ist sowieso im Moment noch so, jetzt ist ja jetzt, ich sag mal, das Vorgeplänke, jetzt ist ja auch vorbei in meinem neuen Job. Also in meinem, ich sag mal, na, Teil. In dem Teil, wo ich halt mehr Verantwortung übernommen habe und alles. Und jetzt merke ich mal, dass man im Prinzip noch ein bisschen weniger Zeit hat im Moment, weil wir sind im Moment wirklich nur zu zweit und ich möchte natürlich meine Kollegin da nicht so wirklich alleine lassen. Und da ist es tatsächlich so, ich arbeite mehr, als ich eigentlich muss. Hört sich jetzt blöd an, aber es ist tatsächlich so. Wenn man hat so eine gewisse Zeit, ne, und man ist, ich sag mal, fast 10 Stunden länger beschäftigt, weil, ja, man will ja, dass es auch läuft, ne, und wenn man so am Aufbauen ist eines Geschäftes, ist das so ganz normal, dass das natürlich dann ein wenig Zeit kostet und ich bin aber ehrlich gesagt ganz froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich bin ja jetzt, seit diesem ganzen Monat bin ich ja dabei, ich sag mal, mir eine Zukunft zu kreieren, die mir selber sehr am Herzen liegt. Huch, komm her. Das heißt, ich habe mich quasi so ein bisschen verselbstständigt, obwohl ich immer noch im Hintergrund einen Geschäftsführer habe. Aber man muss immer sagen, man hat es wirklich richtig gemacht, weil man hat komplett freie Hand. Man darf sich selber sozusagen verwirklichen. Und ich sag mal so, was wir jetzt schon für Zuspruch haben, bekommen haben in diesem Monat, ist echt unglaublich. Ich habe damit nicht gerechnet. Nur jetzt müssen halt auch noch die Umsätze in der Kasse stimmen, aber das ist ja auch ganz normal. Erstmal kommen die ganzen Leute vorbei, wollen sich erstmal informieren, was gibt's denn da überhaupt? Und alle haben gesagt, ja, sie kommen wieder und so weiter und so fort. Aber es macht ehrlich gesagt wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann es eigentlich, na gut, man muss sich das natürlich auch zumuten, das ist auch immer so eine Sache. Also ich will jetzt keinem sagen, hier komm, verselbstständige dich, es macht Spaß. Es ist nicht jedem gegeben und ich habe da wirklich einen sehr großen Schritt gewagt und ich konnte nachts teilweise nicht schlafen, bevor ich diesen Schritt getätigt habe. Das heißt also, als ich noch im alten Beruf gesteckt habe und dann plötzlich, irgendwann ist es dann soweit gewesen, dass es dann soweit war. Ich rede gerade total verwirrend, aber ich glaube, man kann das nachvollziehen, was ich hier eigentlich gerade versuche zu erklären. Und das Schöne ist halt, dass man diese Entscheidungsfreiheit hat und man jetzt einfach mal das machen kann, was man schon die ganze Zeit machen wollte, wo man einfach ausgebremst wurde. Und bis jetzt wurde es alles komplett angenommen und das freut mich halt umso mehr. Und dass ich sag mal, Let's Plays immer noch so nebenbei machen kann, das ist auch super. Nur jetzt am Anfang ist es halt erstmal so, ja, ich werde es wieder so vernachlässigen wie im letzten Beruf auch. Aber wenn wir dann erstmal ein gewisses Team zusammengestellt haben, dann kann man auch mal, ne, kann man auch mal ein bisschen früher gehen und dann kann man sich auch ein bisschen um das Hobby kümmern, dass man das auch wieder ein wenig regelmäßiger macht. Ihr habt ja gemerkt, jetzt die Zeit, wo ich, sagen wir mal, so das Vorgeplänkel war, wo ich noch nicht in dem Geschäftsgebäude war, da kam ja wirklich regelmäßig was in dem Monat, also jetzt hier im Januar. Ich kann ja noch vom Januar reden, weil wenn diese Folge rauskommt, da ist noch Januar. Und es ist wirklich schön, dass das so gekommen ist. Und ja, achso, jetzt bin ich vor lauter Freude, weil ich so viel erzähle, einfach da hinten dran vorbeigelaufen. Ja, ich kann tatsächlich ein Buch machen. Sehr schön. Und ich sollte vielleicht mal einen Baum fällen. Hier, komm. Fällen wir mal die Tanne hier. Die Tanne, die hat es echt verdient, mal gefällt zu werden. Hui. Fällen. Bams. Und du auch. Bams. Nee, aber das ist wirklich schon was Schönes. Und ja. Was soll man dazu noch sagen? Ich habe auch einen Zuschauer mal gehabt.
der hat sich bei mir irgendwie mal vorgestellt. Der hat auch, ich sag mal, monatelang mit mir geschrieben. Mittlerweile ist er ganz ruhig geworden. Wahrscheinlich, weil er keine Zeit gefunden hat oder so. Der hat sich auch mal irgendwie selbstständig gemacht. Der hat mir auch mal seine Geschichte erzählt. Ich krieg das nur leider nicht mehr so zusammen. Aber es gibt wirklich mehrere da draußen, die sich das alles zutrauen. Und das ist wirklich schon interessant, was dabei rauskommt. Natürlich muss man dafür so ein bisschen geboren sein. Das ist auch kein Zuckerschlecken. Will ich gar keinem vorenthalten. Und naja. So, jetzt habe ich aber genug darüber geredet, weil ich glaube, wenn ich da noch weiter drüber rede, wiederhole ich mich auch. Ich habe nur gerade festgestellt, dass ich mich schon wiederholt habe. Und das will ich ja nicht die ganze Zeit über machen. So. Okay. Ja. Ach so, natürlich Seiten wollte ich machen. Ich habe auch tatsächlich gehört, ich habe ja mal über diese Spinne geredet, etc. pp. Wenn ich hier mal manchmal was doppelt sage, nimmt mir das nicht krumm. Das kann immer mal passieren, weil wir sind alles nur Menschen, ne? Das muss man auch immer bedenken. Spider hier, das will ich aber nicht. Diese vier will ich haben. Das kann immer und immer wieder passieren. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man sich wiederholt, weil es gibt immer irgendwelche Zuschauer, die die vorherigen Folgen nicht geguckt haben und jetzt plötzlich reinschauen. Zum Beispiel auch meine jahrelangen Begleiter, die dann einfach mal bei Folge, was weiß ich, jetzt sind wir bei, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir sind bei Folge 100 und die gucken plötzlich bei Folge 150 wieder rein. Wenn man sich da mal wiederholt, das kann passieren. Und ist auch völlig normal. Ich glaube, mir wird auch niemand den Kopf abreißen, wenn ich mich wiederhole, weil die finden es ja selbst manchmal ganz lustig, dass ich mich wiederhole. Aber manchmal auch nicht. Vor allen Dingen das jüngere Publikum. Also ich will jetzt nicht auf dem jungen Publikum rumhacken. Aber das ist da ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ein wenig ungeduldig. Ich hab hier ein Buch drin, ne? Nicht dein Ernst. Aber ich glaube, ich brauche für alles irgendwie ein Buch, ne? Ja, hierfür brauche ich ein Buch, dafür brauche ich ein Buch. Okay, war keine schlechte Idee, nochmal ein Buch, um nochmal Leder zu holen. Nochmal pennen. Oh, warum juckt denn jetzt mein Kopf? Das ist irgendwie immer in der Aufnahme. Ich habe so das Gefühl, dass Läuse an diesem Kopfhörer hängen. Immer wenn ich den aufhabe, juckt es. Oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach so, ich wollte Eisen holen. Ja, ja. Ah, Schäfchen, Schäfchen. Und ich werde auch 1500 Mal gefragt, also gefühlt jedenfalls, wenn ich das nächste Mal streame. Ich habe immer gesagt, streamen werde ich nicht regelmäßig machen können. Aber es wird immer öfter passieren. Und ich glaube, ich werde tatsächlich auch mal wieder ein Wochenende finden, wo ich mal wieder streamen werde. Aber in der Woche macht es einfach für mich keinen Sinn. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich weiß ganz genau, dass hier vorne das Eisen drin ist. Und manchmal verstehe ich mich selber nicht. Vielleicht liegt es daran, weil es schon so spät wieder ist. Warum nimmst du auch immer so spät auf, Terra? Ja, weil es nicht anders geht. Vielleicht. So, das kommt hier hin. Kiste? Ach nee, ist ja wahnsinnig richtig. Muss ich da wirklich eine Kiste? Nein. Ich habe jetzt irgendwie gerade noch diese Kiste im Kopf gehabt und wollte jetzt... Shit. Brauchst du sowieso Eisen wie sonst was? So, 27. Wumm. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Zack, jetzt haben wir den Extractor. Jetzt haben wir endlich mal einen von diesen Gerätschaften. Was brauche ich denn dann noch? Derypter brauche ich noch. Decrypter, nicht Derypter. Da brauche ich eine Seite und auch wieder die Basic DNA Dictionary. Was brauche ich noch? Den Splitter. Oh, da muss ich einen Diamanten mitnehmen. Was brauche ich noch? Die Zentrifuge, die habe ich, glaube ich, schon. Ne? Das müsste die, wo die Spritzen drauf... Wenn das Gerät hier irgendwo wäre. Da, Zentrifuge, ich habe sie hier.
Ach, da steht nichts mit DNA. Wie nennt sich dieser Mod wieder? Advanced Genetics. Jetzt tauchen sie auch alle auf wieder. Den haben wir ja schon, die Zentrifuge. Den Breeder, ich glaube, das war irgendwie ein Schreiber. Ich glaube, das ist das Ding, was das in die... Ja, genau, den haben wir auch. Das ist eins von den fast letzten. Und den Combiner brauchen wir auch. Also den Kombinierer. Autosplitter. Combiner. Den haben wir, glaube ich, auch. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch den Decryptor und den Splitter. Okay. Haben wir ja eigentlich. Ich werde mir... trotz allem noch mal ein bisschen mehr Eisen einpacken, weil ich weiß sowieso, dass das wieder nicht ausreichen wird. Und ich gucke jetzt noch mal nach. Den Breeder habe ich. Den Extractor habe ich. Den Splitter muss ich noch machen. Den Diamanten habe ich. Den Decryptor. Okay, ich habe alles. Oh! Wir nehmen mal den Weg, den ich sonst nie nehme. Was ist denn? Hä? Ach so. Das... Na super. Das sieht so blau aus, weil ich da durchgucken kann, wegen den Shadern. Okay. So, wo ist er? Da unten. Ich laufe mal hier runter. Und umgehe den einfach mal ganz dezent. Ich muss noch ein paar... Ich muss noch Holzkohle vor allen Dingen machen. Ich muss nämlich noch ein paar Gene haben. Ich weiß nicht, ist hier irgendwo ein Tintenfisch? Ein Tintenfisch ist hier nicht. Ist ja schlecht. Vielleicht sollte ich mal Creeper-Gene holen. Aber ich habe so das Gefühl... Ich glaube, bei den Creeper... Kann man vielleicht aus dem Creeper irgendwie dieses Explosionsmerkmal rausholen? Ich meine, das wäre ja irgendwie lustig, wenn du hier so als Kamikaze rumläufst, also so als Taliban quasi. Nein, das ist nicht lustig, aber... Schlagt euch das ganz schnell aus dem Kopf. So, rausgeschlagen. Jetzt habt ihr gleich vergessen, was ich gesagt habe. Wie kommt man denn auf so einen Scheiß eigentlich? Es liegt wahrscheinlich daran, weil die Welt da einfach da draußen so böse ist. Sie ist böse! Es reicht ja schon, wenn du nach Amerika guckst und dann siehst du, dass dann Trump auf dem Thron sitzt. Das ist schon... Das ist ja furchtbar. Wie man so eine Person einfach... ja, einfach wählen kann, das weiß ich nicht. Mal ganz im Ernst. Wir sind schon arm dran. Aber besser arm dran als arm ab, ne? So. Jetzt machen wir uns mal Holzkohle. Ich gehe mal eben noch mal einen Baum fällen. Oh, ich dachte gerade. Dabei ist da einfach nur was runter. Ach, ich muss ja eine Axt machen. Weil mir die ja zerbrochen ist. So. Schön, wenn man so ein sehr aufgeräumtes Inventar hat, dass man alles sieht gleich auf Anhieb. Ich fühle mich irgendwie total verfolgt. Ey, ich bin voll paranoid. Aber das liegt wahrscheinlich gerade an dieser Musik, weil dieses Tschick, was da drinnen vorkommt, das hört sich so an, als ob mich irgendwie was verfolgt, was total ruhig ist. So. Hier sind noch mehr Setzlinge, aber das wird erstmal reichen. In Klammern hoffe ich. Babs. Ach, was tue ich da? Machen wir das so. So, das hier wird analysiert. Kann man da eigentlich eine Batterie dran machen? Gut, das Ding läuft. Das dauert auch immer so lange, ne? Ich müsste eigentlich in der Zwischenzeit irgendwas Lustiges machen, aber...
Aber was ist die Frage? Das ist hier nun mal so ein Abschnitt, der total langweilig ist. Ich schlafe ja selber gleich vorm Monitor ein, wenn ich das spiele. Weißt du, am Anfang bist du so total, yay, yeah, jetzt reißen wir die Welt ab. So ungefähr, und jetzt kommt dieser Teil. Vor allem diese Musik, die sorgt doch dafür. Die hatte ich schon. Die hatten wir noch nicht. Heute zumindest noch nicht. Diese Zentrifuge muss ich auch noch anschließen. Ich weiß nicht, man müsste das doch eigentlich so machen können, dass man das wie so ein X aufbaut, ne? Das heißt, ich könnte den DNA-Extractor quasi jetzt hier vorpacken. Oder? Naja, wenn man dran käme, ne? Ey, das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Muss ich jetzt noch... Was muss ich für so einen Generator haben? Ein Spinnenauge. Natürlich. Ich packe auch... Um einen Ofen zu bauen, ne? Da benutze ich auf jeden Fall ein Spinnenauge, weil das ein elektronisches Bauteil ist. Wer macht denn so solche Rezepte? Ich meine, wenn man dann Schaltkreis reinbaut, okay. Aber ein Spinnenauge? Ich weiß gar nicht, haben wir hier irgendwie noch eins in der Truhe? Vielleicht ist das ja der Lampenersatz. Jetzt weiß ich auch, warum die Lampen immer so schnell kaputt gehen. Weil dann bei zu hoher Temperatur das Auge geplatzt ist, so. Oh Mann, meine Fantasie ist echt grauenhaft.